Come to laugh? Madiko, this would not have stood in Ozea. Bist du gekommen, um mich auszulachen? Madiko, so etwas hätte es in Ozea nicht gegeben. Er reißt am Bett lang und versucht sich damit zu bedecken. Was ist dir zugestoßen? Autsch, heftiges Pfeilchen, ich sehe mich nur um, da lasse ich dich mal genesen. Heftiges Pfeilchen. So. I get enough of that from the Nazanali I work with. Basso, ich bekomme schon genug von den Nazanali, mit denen ich arbeite. Er fällt mürrisch wieder gegen die Matratze. Er dann Nico und zwinkert, Gedanken verloren, reibt sich Xodi mit den Knöcheln über das Kinn. Iswana. They are an unreasonable people. I was enjoying a night of cards when one of them attacked me, out of nowhere. Die Suana, sie sind ein unverschämtes Volk. Eines Nachts habe ich gemütlich Karten gespielt, als eine von ihnen mich überfallen hat, aus dem Nichts. I had not spoken a word to her, the mad devil. Look what she did to me, my ear. Ich hatte kein Wort mit ihr geredet, tollwütiger Teufel, schau, was sie mir angetan hat, mein Ohr. Er dreht den Kopf und du erkennst eine scharf überzogene Kerbe, wo ein Stück Fleisch aus seinem linken Ohr herausgerissen wurde. Au. When the fighting is over, she takes my coin purse and strides away, bold as anything. Nach dem Kampf schnappt sie sich meinen Geldbeutel und stürzt davon, frech wie noch was. Das ist furchtbar. Also hast du eine Kleinschlägerei verloren, man muss nicht gleich deswegen heulen. Hast du geschummelt oder so? Madiko, she was not even playing. There I am. Counting my winnings and suddenly a giantess grabs my shoulder. Perhaps I said something then, but she struck the first blow. Madiko, sie hat nicht mal mitgespielt. Da saß sie und zählte meinen Gewinn und plötzlich packt mich eine Riesin an der Schulter. Tch. Gut, vielleicht habe ich etwas gesagt, aber sie hat zuerst zugeschlagen. The governor lets the Juana do as they please and this is the result. I should be out there, helping to find our people. My wife, Zenetta, She is out there and I... Der Gouverneur lässt Johanna freien Lauf und das kommt dabei raus. Ich sollte da draußen sein und bei der Suche nach meinem Volk helfen. Meine Frau, Zaneta, sie ist da draußen und ich. Er gestikuliert kraftlos mit einem Arm und grimasiert. Listen, I am without other means. She took my coin purse, my wages. How am I to pay the governor? How am I to feed my son? Hör mal, ich habe keine anderen Mittel. Sie hat meinen Geldbeutel genommen, meinen Lohn. Wie soll ich den Gouverneur bezahlen? Wie soll mein Sohn etwas zu essen bekommen? Sein bereits mit blauen Flecken übersehtes Gesicht errötet noch stärker. That woman should be in the stocks. The guards do nothing. But you, you've heard me out at least. Do me the kindness of retrieving that coin purse and I will give you what I can spare. Diese Frau sollte mal den Pranger stellen. Die Wachen tun gar nichts, aber du hast mir wenigstens zugehört. Tu mir den Gefallen und bring mir diesen Geldbeutel zurück, dann gebe ich dir, was ich entbehren kann. Vielleicht kann ich mit dieser Frau vernünftig reden. So soll ich beginnen. Ich bin immer für einen guten Kampf bereit. Ich denke darüber nach. They call her Mokeha. I imagine she is back in her village, feeling proud of herself, no doubt. Follow the road as it bends north, then west. You can't miss it. A pile of sticks and straw. Sie nennen sie Mokea. Ich vermute, sie ist wieder in ihrem Dorf. Zweifellos fühlt sie sich auch noch stolz darauf. Folge der Straße, wo sie nach Norden abbiegt, dann nach Westen. Du kannst es nicht verpassen. Ein Haufen Stöcke und Stroh. Er lässt sich wieder gegen die Matratze sinken, offenbar erschöpft. Ja, Brücken abbrechen. Zwischen dem Stamm der Huane und dem valianischen Siedler von Port Maya herrschen noch nach dem Sturm große Spannungen. Eine der Valianer behauptet von einer Huana-Kriegerin verprügelt worden zu sein. Rico, einer der Verkäufer auf dem lokalen Markt, behauptet eine freundliche Kartenrunde der Schenke gespielt zu haben, als in einer Auseinandersetzung mit dem Mokea geriet, einer hochrangigen örtlichen Huana. Er ging als eindeutiger Verlierer aus dem Kampf hervor. Rico ist jetzt ans Bett gefesselt und hat mich gebeten, das Geld wieder zu beschaffen, das Mokea ihm gestohlen hat. Im Gegenzug würde ich einen Teil der Gewinne erhalten. Rico meinte, ich würde Mokea im Huana-Dorf im Nordwesten von Port Maya finden. I'm here, certainly. Ja, das wollte ich übrigens auch mal gucken. Reputation. Oh, Kinder des Dämmerungssterns habe ich eine 5 und Port Maya eine 1. Und auch hier Gesinnungen.
Schlau, diplomatisch, ehrlich, leidenschaftlich, rational. Stoisch zwielichtig nicht und aggressiv bis jetzt auch nicht und grausam auch nicht. Das ist cool, dass mir das angezeigt wird, wie das langsam steigt. Oh, und ich kann... Ah, ich kann hier sehen, wie die... Was die Leute mögen und was nicht. Beziehung Edda Xoti? Beziehung Edda Xoti. Also Edda mag es nicht, wenn man Gehirn gegenüber kaltherzig ist. Er mag nicht, wenn man Anti-Iotas ist. Er ist anti-bleierner Schlüssel. Ja, das ist gut. Er mag Tiere, das ist auch gut. Er mag Anhänger von Iotas, das ist auch gut. Er ist unbeschwert, das ist gut. Pro bleierner Schlüssel, er mag keine Leute von bleiernen Schlüssel, das ist auch gut. Und er ist traditionell, ah, das ist okay. Xoti mag keine Gotteslästerung. Sie mag keine Verantwortungslosigkeit. Sie mag keine Betrügerei. Sie mag Eotasianer, sie ist unbeschwert, sie ist leidenschaftlich. Und ist weltgewandt. Sie ist also weltoffen. I'd be glad to. Gut, das heißt... Können wir jetzt in das Dorf oder müssen wir da zuerst durch die Gasse? But if you have something to... Ja, der hat nichts Neues zu sagen. Das heißt, wir können mal den Hafen hier über den Ausgang verlassen, weil hier sind wir ja eigentlich fertig. Ah, ich könnte jetzt nach Satusi reisen. Ah, ich will erstmal die Grosseriestraße. Okay, da kriege ich einen normalen Reiseweg. Sogar angezeigt. Das heißt, es könnte in solchen Fällen auch Hinterhalte geben. Du bahnst dir deinen Weg durch die Straßen vor Port Mai. Unterwegs siehst du über die deutlichen Spuren des Sturms, der hier getobt hat. In vielen Häusern sind die Fensterscheiben gesprungen, die Markisen hängen schief herab und in den engen Gassen liegen Trümmer und Äste und Blätter von Bäumen. Das Kopfsteinpflaster unter deinen Füßen ist nass und voller Schlamm, es ist ganz glitschig. Es dauert nicht lange und du steckst Löcher tief in Matsch und losen Stein. Die Überflutung wird immer schlimmer, je weiter du vordringst, bald reicht das schlammige Wasser schon bis an die Knie. Die meisten Einwohner von Port Mai sind geflohen und haben sich in höhere Regionen begeben. Doch vor dir hörst du das Murmeln von Stimmen, die sich streiten und ab und zu ein Platschen. Du bist hier also nicht ganz alleine. Was ich auch mal versuche. Oh, das ist jetzt gerade ein Gedankenspiel. Wegen meinen Thumbnails von meinen Aufnahmen gewesen. Ja, könnte ich theoretisch einbauen. Gut, wir sind hier jetzt in der Gräsi-Straße. Die ist nicht sogar nicht mal groß. Ja, und wir müssen hier wirklich durchs Wasser warten. Aber es muss hier sein. Sie muss es versteckt haben. Lass sie nicht entkommen. Wir können keine Zeugen gebrauchen. Was? Fenrir ist schon tot? Sie zaubert. Ja,
Ey, der hat was entdeckt mitten im Kampf. So, da muss noch der Plünderer weg. Wobei, ich sollte die KI einfach richtig einstellen. Kann ich das hier? Kämpfer aggressiv, Kämpfer vorsichtig, Kämpfer vorsichtig. Priester aggressiv und Priester vorsichtig. Ich glaube, das KI-Verhalten, das nehme ich einfach mal bei ihr raus. Und Finstersten vor der Dämmerung. Diese Fähigkeit aktiviert sich, wenn man dem Tode nah ist. Und am dunkelsten vor der Dämmerung. Plus 5 Gesundheit wiederhergestellt pro 3 Sekunden. Minus Alena Schaden für 12 Sekunden. Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich muss mich echt umgewöhnen, dass hier unten jetzt ein richtiges Inventar angezeigt wird. Oh, das gibt für Halskette und Umhang jetzt separate Slots. Auch nicht schlecht. Oh, nice. Yeah. Gambasson. Something must be wrong with my vision. No matter how much I blink, I cannot make out more than blurry lights in the darkness. But you are quite blinding. Irgendetwas stimmt nicht mit meinem Augenlicht. So oft ich auch blinzle, ich kann nicht mehr wahrnehmen als verschwommene Lichter in der Dunkelheit. Aber du verbreitest ein blendendes Licht. Es tut mir leid, aber du bist tot. Komm mit mir, ich werde dir helfen. Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Wenn du denn unbedingt darauf bestehst, folge mir meinetwegen, aber ich verbiete dir auch nur ein Wort zu sprechen. Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Pain. I came to help one of the traders gather her belongings. Then other men came. They struck me over and over. Is that why I cannot see? Schmerz, ich wollte einer der Händlerinnen helfen, ihre Sachen zusammenzusuchen. Dann sind diese anderen Männer gekommen, sie haben mich geschlagen wieder und wieder. Kann ich deshalb nichts mehr sehen? Es tut mir leid, aber du bist tot. Komm mit mir, ich werde dir helfen. Dead? But this is terrible. Tod, das ist ja schrecklich. Der Geist seufzt. Seine zerbrechlichen Schultern sacken nach unten. Lass mich seinen Schmerz lindern, Wächter. In ihre dunklen Augen, sehr ernst, lässt Xoti ihre Laterne um die verschiedene Seele kreisen. Ich habe leider nicht gesehen, was da oben jetzt stand. Ach so, Xoti hat eine Seele in der Goressi-Straße in der Nähe von Port Maie geerntet. Yeah. Indeed. Ah, Silberlusken und Kappa-Blatt. Und die Axt.
Hier eine Augenklappe. Da ist noch eine verblichene Seele. Ado, und schönen Tag noch. Ja, der kümmert sich wohl um sein Haus hier. Oh, ey, ich sehe mich nur um. Ist doch nichts dabei, oder?